Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ganz anders gedacht als wie... Ich habe keine Pfeile mehr. Doch, wir haben Abschluss der letzten Folge. Ich werde hier wohl irgendwie runter müssen, denn ich kann das Schnellreisesystem nicht benutzen. Und naja, keine Ahnung, die Treppe erscheint mir irgendwie am sinnvollsten. Oder können wir zurück? Hey, macht auf! Wer hat uns eigentlich ausgesperrt? Okay, also, auf ein neues... Gibt's hier nicht... Gibt's hier... Und wie komme ich jetzt hier runter? Ah! Oh, okay. Das wird eine irre Fahrt. Yay, Achterbahn. Krass, wir hatten die ganzen Seile da verlegt. Wow. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Okay, ich gucke mich nochmal kurz um. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube schon. Wir sind ja hier im Dunkeln hochgeritten mit unserem Pony. Ich glaube, wenn wir jetzt Schnellreise machen, dürfte das auch gehen. Testen wir mal. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendeine Videosequenz, deswegen habe ich direkt mal nochmal aufgenommen. Aber ansonsten... Na, wo ist denn Meridian? Da. Machen wir hier mal einen kurzen Stopp und ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich verscherbelt habe. So, ein Eis später und 20 Minuten noch vergangen und wir haben fertig gehandelt. Diesmal werde ich jetzt endlich diese Quest hier mitnehmen, die wir die ganze Zeit schon irgendwie immer verschoben haben. Gute Preise, faire Preise. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne. Spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen-Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Ja, okay. Welche Teil wollt ihr? Also, was... Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Die können auch von mir aus beides haben? Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug? Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Eine Gut. Tellerlinse. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Bevor du weiterziehst. Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Okay, vielleicht hätte ich einfach... Ich werbe Kunden, du machst das Zählen. Okay. Was heißt hier abgemacht? Ich habe eine Schnappmaullinse. Mal gucken. Ich habe eine Schnappmaullinse. Hervorragend. Hier die Bezahlung. Eine Schönheit. Bitte? Das Wort benutzt du nur, wenn du eine abschleppen willst. Deine Kunstobjekte bringen kein Geld. Ich sag dir warum. Künstler sind grundsätzlich arm. Wir können die Schnappmaullinse ebenso gut an die Wand nageln. Die werden da oben doch schon überall verhökert. Angebot und Nachfrage waren doch schon immer nichts als Fremdwörter für dich.
Wir machen einen Deal. Das Letzte, was ich heute brauche, sind noch mehr von deinen Deals. Okay. Also, ich hau hier ab. Musst du nicht zugeben, dass du falsch lagst. Apropos, ich hau hier ab. Sind da Fische drin? Nein. Oh, ich rufe jetzt meinen Pony. Ah, geht hier nicht. Alles klar. Geh mir aus. Hallo, weg da. Schnell aus diesem kleinen Dörflein hier raus. Hier ist so laut. Da liegt was. Sehr schön. Und wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Platz für neue Sachen, die wir sammeln können. Ups. Ich bin in den Reis. In diese Reissickergrube gesprungen. So. Nee, ach, die pflanzen hier Mais an. Entschuldigung. Okay. Pony. Hallo. Eine Frau führt jetzt die Jägerloge, weil in ihrem Haus keine Männer mehr übrig waren, die das hätten übernehmen können. Aha. So, die Katscher sind ziemlich rassistisch, muss ich sagen. Und auch noch, wo muss ich lang? Ach toll, wir haben da noch einen verdorbenen Zonenlevel 23, voll billig. Wenn wir eh hier sind, können wir die auch gerade leer machen. Es liegt ja quasi auf dem Weg. Hallo Hase. Na toll. Ich brauche fettes Fleisch. Na, das knochige Fleisch. So. Kommst du bitte da runter? Dankeschön. Und okay, kaputt. Ah, nicht kaputt. Okay, die sind ja empfindlich gegen Brand. Und wir haben ja jetzt endlich Brand-Dinger hier drin. Ooh, yeah. Apropos, oh yeah, komm da runter. Bam. Da brennen sie alle fröhlich. Ach, da kommt noch einer. Entschuldigung, mein Pony ist ziemlich down. Ups. Nicht nah genug. Kuckuck. Ups. Geht's dir gut da oben? Vogel? Hm. Batz. Und damit ist die verdorbene Zone bereinigt. Also der Bogen lohnt sich jetzt echt, nachdem wir den voll auf Feuer gerüstet haben für verdorbene Zonen und mein Pony ist jetzt, glaube ich, ganz down. Ach nein. Können wir das eigentlich irgendwie wieder heilen? So, lieber Läufer, weiter geht's. Okay, wir müssen eigentlich eh einfach nur links. Zack. Bei den beiden ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Nein, nein, nein. Aua, Mist, mein Pony ist umgekippt. Oh, Mann. Oh, durch die Beine. So, wir müssen eigentlich im Grunde nur weiter. Aua. Na, komm her. Aua, wir brennen, wir brennen, wir brennen. Ich hab hier noch was. Ja, Entschuldigung, ich bin schon weg. Wir haben nie was Gutes dabei.
Wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Apropos Lagerfeuer, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Besser ist das. Einfach weitergehen. Okay. So, wir müssen natürlich dummerweise über diese kleine Brücke. Hier, nö, da ist keine Brücke mehr. Egal, dann einfach durchs Wasser. Ach doch, da ist noch eine Brücke, glaube ich, irgendwie. Wir verlaufen uns gerade nur etwas. Okay, ab jetzt ist eh Schluss. Lass mich runter. Absteigen bitte. Danke. Na gut, da wären wir. Ich weiß gar nicht, ob wir über den Berg wirklich drüber müssen oder dran vorbei. Keine Ahnung. Und jetzt nach links, 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 hoch. Sind wir richtig? Anscheinend. Da oben ist ein Lagerfeuer, da können wir dann wieder unser Pony rufen. Alter, das ist, glaube ich, jetzt die längste Bergklettertour hier im gesamten Spiel, die ich bisher hatte. Und rüber und auch da. Also abgesehen von den Hochhäusern, die wir jetzt bereist haben. Moment, liegt hier irgendwas? Ist hier ein Weg? Nein. Alter, wie hoch ist das denn? Ein wenig duschen. Links oder rechts? Links. Okay. Ganz schön krass. Und das ohne Bergsteigerausrüstung. Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hi, seid ihr Freunde? 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 Okay, sind Freunde. Alles klar, damit haben wir gespeichert. Und jetzt geht's. Abendzeichen ist das Tor hier. Okay, Pony, kommst du hier hoch oder kriegen wir ein neues Pony? Willst du mich verarschen? Wie hast du das im Berg hoch geschafft? Das ist immer noch unser kaputtes Pony. Das ist ein super Pony, ist hochgeflogen. Hat sich in einen Donnerfalken verwandelt, als wir nicht geguckt haben. So, aber... Wieso so ein Zickzackkurs? Egal, ich vertraue der Map schon, die macht das schon richtig. Ich frage mich, ob das so klug ist, mit einem Pony hier so am Rand rumzuklettern. Reiten. Aber unser Pony scheint ja gut im Klettern zu sein. Wo sind wir denn jetzt? Okay, können wir nicht einfach querfeldein? Ah, da ist ein Fluss. Wird schon werden. Zack, hoch da, dankeschön, sehr schön. Schaffst du es da hoch? Oh, sehr gut. Tja, damit haben wir es abgekürzt. Oh, da liegt's, da liegt's, da liegt's, da liegt's. Eine Metallblume. Hier oben ist verdammt wenig los. Wo sind all die Maschinen hin? Auf jeden Fall sind wir wieder auf Kurs. Oh, neue Maschinen? Stürmer? Hi. Okay, ciao. Das Pony folgt automatisch dem Weg. Sehr gut. Da vorne ist noch ein Lagerfeuer. Ah, das kommt nicht hinterher. Lagerfeuer ist auch entdeckt. Sehr gut. Und da vorne kommt noch ein Händler. Ah, toll. Hi. So. Mal gucken, was verkauft ihn für tollen Schrott?
So. Ein Schattenspringschleuder. Die wir jetzt bekommen haben, ist sowieso besser. Oder gleich gut. Schattenkriegsbogen. Den wir bekommen haben, ist besser. Outfits. Vielleicht gibt es neue Outfits. Osaram Pfeilbrecherin. Für Gegner. Schützt vor Gegnern, die mit Pfeilen nach einem schießen. Ach, bis jetzt kommen wir gut klar. Brauchen wir alles nicht. Draht haben wir noch für Pfeile. Haben wir noch. Und ansonsten... alles gut. Schatzkisten. Ich könnte mir mal so ein Spezialmodell... aber das ist zu teuer. Könnte ich mir 3 Stück leisten und dann habe ich wahrscheinlich nur 3 von denen. Da kann ich auch genauso gut einfach... Donnerkiefer weiterfarmen. Ein Wildschwein, ich brauche fettes Fleisch. Wie machen wir das? Oh, Moment, nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. So, apropos mithören, ich laufe jetzt von hier aus. Ist mir ein bisschen sicherer, wir sind ja gleich da. Und ich weiß jetzt wieder, also ich weiß jetzt, dass wir Wildschweine jagen müssen für fettes Fleisch. Das ist gut, denn davon brauchen wir noch ein bisschen was. Ah, wir hätten eher Pier klettern müssen. Das sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Der hat gerade bestimmt Besseres zu tun. Der guckt ein bisschen im Fernsehen, der sitzt vor der Glotze. Okay, was jetzt? Speichern, was denn sonst? Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Dann feuern wir mal. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Bestimmt hat er Hades erweckt. Ganz toll. Genau. Also, der Spalt. Sollen wir nochmal speichern? Ich glaube... was? Wir sollen zurück? Wofür? Hä? Okay, ich vertraue einfach mal nicht auf den Quest-Pfeil. Mal sehen, was dahinter ist. Apropos Quest-Pfeil, Entschuldigung, ich habe da noch dieses komische Zeichen, das ich mal wegmarkiere. So. Ja? Oh, okay. Oh, verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Hier die Soldaten. Sehr gut, sehr gut. Du musst an ihnen vorbei. Wow! Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Ja, brenn einfach und renn weg. Hey, bück dich! So, dann wollen wir mal gucken... ganz ruhig. Ob wir die jetzt anlocken können. Witzig, dass das Gras nicht abfackelt, während wir den Feuerpfeil in der Hand halten. Ach Moment, die können wir ja jetzt eigentlich... komm näher. Komm schon, ich habe Cookies für dich. Ja... richtig leckere Cookies. Am Spieß.
Okay. Den kriegen wir nicht so leicht down. Der ist... Da sollen wir halt mit Stärke reinsemmeln. Und dafür ist der hier wirklich gut. Da! Und zack! Und noch einmal. In dein Gesicht. Hab ich dich. Ja. Okay, okay, okay. Erst einmal. Okay, der ist umgekippt. Okay, der Gockel ist sauer. Und auf deine. Ich höre was. Komm, Gockel. Daneben. Daneben. Okay, er ist kaputt. Okay, dann jetzt nur noch die Kleinen mit Feuerpfeilen. Da. Brenn. Du auch. Brenn doppelt. Okay. Tick gemütlich runter. Was? Oh. Dummes Vieh. Ah, da kommt eine Verstärkung. Ach nein, die bleiben einfach da hinten. Scheint die nicht zu interessieren. Das nehme ich mit. Yep, das nehmen wir mit. Was ist denn? Was geht denn da hinten ab? So. Wenn wir den mit einem Scharfschützenpfeil einen von Latz knallen, während wir noch versteckt sind, dürfte das doch bestimmt viel Schaden machen, oder? Ich bin nicht da. Du hast mich gar nicht gesehen. Erwischt. Oh yeah. Hm. Einfach erstmal umgucken. Na toll, drüber. Ach ja, wir sind ja versteckt. Wir hätten auch ein paar mehr Pfeile aufeinander legen können. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Was ist das denn, das da noch rumkräuschelt? Ach, so ein kleines Mistvieh. Okay, mal kurz die Gegend checken. Irgendwas macht hier wieder ordentlich Krach. Ich will das eigentlich aufheben. Zack. Alles klar, mal kurz die Lage checken. Wie komme ich da hoch? Klettern. So einfach? Nee, so einfach nicht. So einfach vielleicht? Moment, hier liegt noch was. Metallscherben. Und hepp und hepp und da noch rüber. Okay. Ach so, wir sind da. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Okay. Ich brauche neue Pfeile. Drei auflegen. Kurz mal die Schwachstellen. Hinüber. Okay, erster down. Der zweite. Tada. Es geht so schön mit drei Pfeilen. Naja, fast. So. Aber hier müsste doch irgendwo noch einer sein. Da hinten. So, näher ranschleichen. So,
Warte mal gucken, haben wir hier irgendwas Interessantes? Kommen? Oh, nö. Aber wir können uns da weiter im hohen Gras verstecken. Jo, was geht da hinten? Mist. So. Bisher hat keiner was gemerkt. Das ist sehr gut. Na, guck hierher. Ja, fast immer down. Da oben ist noch einer. Da haben wir Ruhe. Okay, sehr schön. Aber warum soll ich die Explosionen ignorieren? Ist das nicht irgendwas Gefährliches? Du bist nah dran. Du musst nach oben. Nein, hör auf damit. Das war geplant, Entschuldigung. Auf den Arsch. Danke sehr. Hat mir seinen Zünder entgegengeschleudert. Was ist das? Eine Plündererlinse. So, wir müssen auf jeden Fall weiter hoch. Und bis jetzt läuft das ganz gut. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Okay. Immer schön scharf. Ich vergesse nicht, dass sie mich aus meinem Haus vertrieben haben. Wir haben ja gesehen, wie gut das klappt mit dem Schleichen. Und auch dann, wenn ich nicht arbeite. Ach komm. Wir bauen uns ein paar schöne Pfeile. Wir zielen einmal sehr schön. Was war das? Was? Mein Freund ist gerade umgekippt. Ich stehe jetzt einfach hier rum und suche mal nach irgendetwas. Meine Güte, ist der dumm. Hi. So, da wir ja jetzt gerade hier Truppen haben, sollte ich mir das mal... Oh, ein Totenkopf, alles klar. Ah, sehr gut, den hätte ich fast übersehen. Und zurück. Leise. Was macht der denn da? Oh, der guckt doof aus der Wäsche. Oh, nichts, hi. Aber ich suche weiter. Laber nicht, du bist tot. Okay. Schon mal einen Großteil ausgeschaltet. Einer steht ja da hinten. Ich kann ihn schlecht sehen. Ja, das ist eine Leiche. Noch nie eine Leiche gesehen. Okay, der kommt angerannt. Eine Leiche! Nein, das ist keine Leiche, das ist Tofu. Okay. Stufe 44 erreicht, juhu! Okay. Da hinten steht immer noch einer. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ah. Wie komme ich jetzt an den ran, ohne Alarm auszulösen?
Ah, hi, so einfach. So, nun müssen wir noch den Chef ausschalten. Au, scheiße. So. Hey, Alter. Na toll. Ja, der kann auch gut treffen. So. Aufgeräumt, das war's. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Oh, oh, oh. Okay, Leute, das wird ein wenig Überlänge mit sich bringen, vielleicht. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam, wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Okay, und die Hochzeitsnacht ist im Netz gelandet, wenn die das hier alles aufgezeichnet haben. Was sind das alles für... Kein Erbarmen, okay. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt. War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten fehlt, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Der ist ein wenig durchgedreht. Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte, in Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde.
Okay, also Helis ist ein Diener gewesen vom alten König von Meridian, also dem verrückten König, der die roten Raubzüge befürwortet hatte. Und wir erleben quasi gerade den Untergang von Meridian, also dem ehemaligen. Und dem 13. Sonnenkönig? Moment, ich will das hören. Solange König Itamen in Sonnenfall dahinsieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Das war der Sohn vom verrückten König. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen, die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Und anscheinend der Gründer der Schattenkaja, beziehungsweise Untergebener von Hades. Hades hieß er jetzt, ne? So, wir haben jetzt, glaube ich, fast alles durch hier. Vorratskiste noch mitnehmen. Und da war noch was, das da. Eine zeremonielle Rüstung, können wir die klauen? Gib her! Schade, geht nicht, aber hier ist auch noch irgendwas. Ein schräger Stamm. Ach, drücken, okay. Geschafft. Müssen wir denn dahin? Wir sollten uns doch irgendwie an der Brücke abseilen, oder? Gut, liebe Leute. Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ich wollte gerade die Folge beenden und war noch am weiter am Reden. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin und drücke einfach auch mal die Pause, denn wir sind durch mit der Folge. Ich habe jetzt ein wenig Überlänge provoziert, dadurch, dass wir noch so einen Datenpunkt-Dingspunkt gefunden haben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann den Langhals. Ich frage mich nur ohne Beine, denn die Beine stehen ja hier irgendwie im Lager. Naja, wir werden es rausfinden. Bis zur nächsten Folge. Bye.